Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Wir befinden uns immer noch hier in diesem nicht so geilen Part. Und wir möchten den Sektenpyro hier loswerden. Wir versuchen jetzt nochmal ein paar Fähigkeiten loszuwerden. Und zwar machen wir mal die Gedankenkontrolle auf ihn. Wir müssen halt so viele von denen loswerden. Was? Was? Wie? Trefferchance 75%. Ernsthaft? Wow. Wow. Wir müssen den Sektenpyro loswerden und ich habe eigentlich gehofft, dass wir ihn so loswerden können. Aber nein, können wir nicht. Naja, wir haben ja noch einen anderen Plan. Wir können ja nochmal in die andere Seite gehen und gucken, ob wir da die Leute platt machen können. Hoffen wir es mal. Ich meine, klar, ich könnte jederzeit einfach wieder vorangehen, aber die Probleme gehen ja nicht weg, ne? Also, sie werden immer wieder auftreten, dass wir in diese Lage kommen und überlegen müssen, wie schaffen wir das jetzt, die Leute hier auszuschalten. So, wir wissen, dass hier drei sind. Einen davon könnten wir ausschalten. Hier haben wir zwei. Der Typ, der macht nur Gedankenkontrolle, der holt keine Hilfe. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wir haben hier ein Ding. Wir müssen halt hier was machen, glaube ich. Wir müssen gucken. Hier die Pilzfarm, Alter. Ja. Wie machen wir das? Wir müssen uns auch ein bisschen mehr verteilen. Gerade auch unser Tank eigentlich. Unser Tank muss eigentlich ganz nah ran. Am besten zum Traktor. Wenn er sich da versteckt und den Hass quasi auf sich zieht. Nein, er muss hier zur Couch. Wir müssen den Insektenjäger zuerst erledigen. Oh, das kann ja was werden. Wir haben schon Schlimmeres geschafft, muss man dazu sagen. Ne? So ist es nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir haben einen Teil des Spiels erreicht, wo wir nicht mehr so krass schleichen können. Wir müssen kämpfen. Wir müssen einfach kämpfen und auf unser Glück hoffen. Knock, knock. Knock, knock. Oh, vielleicht hätte ich zuerst mit dem Schweinchen angreifen sollen. Ja, jetzt ist zu spät dafür. So, wenn die beiden gleich angelaufen kommen, die da hinten rumstehen, ne? Dann nehmen wir davon einen ein. Great work. Ja, war klar, dass er den angreift. Scheiße. Okay, nee, das war schlecht. Wir müssen noch einmal kurz laden. Wir hatten mit Bormin hätten wir zuerst angreifen sollen. Das war ein großer Fehler, dass wir das nicht getan haben. Weil er muss nun mal den ersten Schlag vom Dicken tanken. Okay. Das Problem ist, glaube ich, bei ihm. Er wirft ihn nach hinten, ne? Wir gucken mal, wie das läuft. Okay, das lief schon mal scheiße. Mit der Waffe erstmal nicht angreifen. Oh Gott. Ah, ich weiß, ich bin einfach ein zu krasser Perfektionist. Wenn ich jetzt anfangen würde, so zu spielen, mit dem Setup, was wir uns da so hingelegt haben gerade, ich würde es nicht ertragen. Ich würde mich die ganze Runde lang ärgern. Ja, schon viel besser. So. Feind hat dich gehört. Aber ich habe ja doch jetzt mit der Silence-Waffe angegriffen, ne? Was denkst du darüber, huh? Wenn er gleich auf DAX geht, ist auch kacke. Was soll ich denn machen? Ja, geil. Okay, ich krieg den auf jeden Fall tot.
Wen greift er jetzt an? Dax? Nein, perfekt. Genau das solltest du machen. Ja, greif halt Bormin an, ist mir egal. So. Das macht ordentlich Damage. So, du versteckst dich mal da. Und die anderen beiden haben das gar nicht mitbekommen, ne? Das ist ja das Beste an der ganzen Geschichte. Je mehr wir ihn ablenken können, umso besser. Ja, der ist hinüber. Und ich glaube, der holt keine Hilfe. Das ist, glaube ich, das Beste an der ganzen Geschichte. Oh. Das war gemein. Aber wir kriegen das hin, ohne ihn wieder zu beleben. Als nächstes wird der Bormin angreifen und den hier. Oh, voll gar nicht. Er ist tot. Okay. Oh, Mimia CR33 Zielfernrohr. 15% kritischer Trefferchance, 30% größere Waffenreichweite. Legendäres Zielfernrohr, das laut eines Stalkers vom Himmel fiel, verbessert Reichweite und kritischer Trefferchance der Waffen, an der es montiert wird. Was ist das, eine Kamera? Ich glaube, das ist eine Kamera. Ja, geil. Also ich tendiere fast schon dazu, zurückzugehen und das zu installieren. Notiz. Ja, ja. Ingmars Tagebuch, Seite 154. Es ist frustrierend, dass die einst so fügsamen Subjekte mittlerweile ausgesprochen unbeherrscht und aggressiv sind. Innerhalb der Gruppe hat sich unter der Führung von Plutonia eine Untergruppe gebildet. Unsere Schwierigkeiten in der Zone haben Plutonia überzeugt, dass die Welt zurückgesetzt werden muss. Diese radikale Sichtweise beunruhigt mich. Es ist nicht mehr weit bis zur Anlage. Ich bin sicher, Plutonia und die anderen werden wieder besser, zu kontrollieren sein, sobald wir in Sicherheit sind. Auf jeden Fall. Also hier muss irgendwas passiert sein, dass die Welt zugrunde gegangen ist und es hört sich an, als wäre daran eine KI schuld. Ja, ja. Gibt's aber nur dem PC die Schuld. Hier sind Fässer, die explodieren können? Molotov, Molotov. Okay. Wir speichern kurz ab. Jetzt ist es wichtig, unsere Leute gut zu positionieren. Oder wir schalten wirklich noch einen zusätzlich aus. Dafür müssen wir einmal ganz kurz gucken. Wenn wir jetzt noch die Ramme haben, ne? Dann wäre das perfekt. So. Ist die Ramme denn einsatzbereit? Ja. Also wir könnten den Pyromanten da hinten ausschalten. Dann hätten wir noch einen weniger. Und ich glaube, das machen wir auch. Dann sind das nur noch vier. Einen kann ich einnehmen. Dann sind es nur noch drei. Ich kann instant Typen, der die verdammt, ich weiß nicht mehr, die Gedankenkontrolle macht, kann ich instant damit ausschalten. Und dann kommen die anderen beiden dazu und die kriegen wir auch noch hin. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, ohne uns zu heilen, das müssen wir dann sehen, aber gucken wir mal. So, komm erstmal näher, mein Freund. Okay, Hinterhalt. Bormin. Bormin. Ich möchte, dass du ihn umschubst. Okay. Und dann möchte ich, dass du ihn ausschaltest. So, das dazu. Jetzt kommst noch du. Du läufst mal bitte bis da hinten hin.
Dann knallen wir den auch nochmal ab. Ein Molotow mehr. Wenn wir uns positioniert haben, werde ich auch einmal ganz kurz eine Rauchgranate testen. Ich werde sie nur testen, wir werden dann wahrscheinlich das Spiel wieder laden, es sei denn, die kippen einfach um. Dann wäre das perfekt. Move out. Ja, schauen wir mal. So. Ich würde sagen, eigentlich Bormin. Ja, Bormin, du bist hier. Weil du bist ja wohl der, der am meisten tanken kann. Du hockst dich mal hier hin. So, du, mein Freund. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht sogar intelligenter wäre, ihn da hinten bei den Gegnern zu positionieren. Wir positionieren erstmal den hier, warte. Dass er sie quasi von hinten ausschaltet. Das wäre jetzt mein Grundgedanke. Ja, hock dich mal dahin. Dann nehmen wir nämlich unseren guten alten Dax. Und gehen zu den beiden da hinten hin. Und sobald sie gewarnt sind, schieße ich von hinten auf sie. Und dann sind sie abgelenkt. Die wissen nicht, wo ich bin. Hoffentlich. Ich hoffe, es funktioniert so. Ich habe das Gefühl, dass ich dann zu weit weg bin. Ich weiß es nicht. Aber wir probieren es einfach. Wir speichern einfach mehrmals ab. Und dann passt das schon. Okay. Erster Speicherstand. Hinterhalt. Ich habe eine Rauchgranate dabei. Ich habe gar keine Granaten dabei. Moment. Nein. Ich will... Hä? Achso, Kampf verlassen da. Ha. Okay, ich möchte dir erstmal eine Rauchgranate geben, Kollege. Handgranate, Molotow. Rauchgranate. So. Dann werfen wir mal die Rauchgranate und gucken einfach mal, was passiert. Schießen wir halt mit von durch Rauch blockiert. Oh. Okay. Jetzt verstehe ich. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man das auf die Gegner wirft. Aber aus diesem Grund müssen wir sowas halt testen. Ne? Geht ja nicht anders. Ist das bitter. Okay, aber ist gar kein Problem. Wir starten jetzt mal den Hinterhalt. Nehmen diesen Dude hier ein. Jetzt gehört er mir. Jetzt ballern wir den ab. In der Hoffnung, dass er ihn zuerst angreift, werde ich erstmal Silence-Waffen hier einsetzen. So, und du wirst erstmal ignoriert. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Huh? Also. Wie außer Reichweite. Ja, so geht das. Okay, gut. Dann muss Bormin zuerst angreifen. Ja, ist kacke jetzt, dass er da hinten ist. Ja, Bormin muss zuerst angreifen. Außer Reichweite. Ich dreh durch. Na komm. Oh nice, danke.
need you good. So, dann wechseln wir die Waffe. Gehen dahin. Und schießen auf ihn. Jetzt kommt Dax zum Zug und tötet ihn. Gotcha. Nice one. Okay, und du? Wie weit kommst du? Du kommst nicht bis da. Ah, das ist ärgerlich, dass du nicht bis dahin kommst. Ah, mach Overwatch. Feel the power of the ancients. Oh, oh. Stupid stalkers. Okay. Jetzt triff ihn. Dankeschön. Sehr schön. Insofern Dax ignoriert wird, ist alles gut. So, du sollst auch noch mal ein bisschen ignoriert werden, deswegen setzen wir die Silence-Waffe ein und töten den Sektenjäger. I will cast you down. Au! God save us. Ich glaube, der will auf Dax gehen, oder? Der macht seltsame Sachen. Na gut, dann laufen wir jetzt mal dahin. Und schießen den hier ab. Not gonna warn you again. So. Kommst du bis hier runter? Ja, bis dahin. Dann laufen wir erstmal bis dahin. Können wir ihn eventuell schon töten, indem wir die Waffe wechseln. Ist der gerade umgekippt da hinten? Bitte was? Oh, wenn ich... Er hat die Kontrolle über den übernommen. Und da er gestorben ist, ist auch er gestorben. Oh, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Oh, wir haben es easy gepackt. Oh, das ist irgendwie seltsam hier. Aber gut. Alter. Wie wir sie abgezogen haben. Und der Depp, der hat natürlich den Großen genommen, der so tanky ist und ist mit dem weggelaufen. Und als er gestorben ist, ist er mit ihm gestorben. Oh, ist das geil. Das gefällt mir. Oh, das war richtig... Oh, Leute, das war ja richtig gut, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, wir haben alles mitgenommen, was geht. Wir müssten die Ramme jetzt auch noch zur Verfügung haben. Und ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas übersehen habe, aber wir gehen nochmal kurz zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da was vergessen habe. Ja, hier drin war doch irgendwas, oder nicht? Da. Come on, let it be something good. Rüstung. Huch. Träger ist immun gegen Sturmangriffe. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ich habe zwar schon eins davon, aber zwei sind immer noch besser. Vor allem ist der hier auch ein bisschen mehr tanklastig. Dann kann ich nämlich Dax den hier geben. Ja, geil. Was hast du noch für eine Rüstung? 4. Okay. Warfighter. Ja, gut. Hat sich gelohnt im Endeffekt. Ich bin stolz auf mich und meine Arbeit. Jetzt gehen wir unserem Ziel weiter. Immer näher. Also im Endeffekt ist es echt möglich, alles hier wirklich so zu reißen auf diesem Schwierigkeitsgrad. Man muss nur erstens Glück haben und zweitens eine gute Strategie haben. Dann läuft das auch. Oh. Hammerhart. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute schaffe. Ich habe gedacht, wir scheitern dran, bis wir dann morgen irgendwie eine Lösung finden.
So, da wären wir in einem neuen Gebiet. Beim Himmelsspeer. If this is Bad Guy Central, where's all the ghouls? You shouldn't let our guard down. Ja, wo sind eigentlich die Ghouls? Wir müssen aber auch langsam mal zur Arche zurück, ne? Wie sieht's aus mit unserem... Ja, wir kriegen bald das nächste Level ab. ...25% Treffsicherheit? Minus 25%, ja. Oder doppelte kritische Trefferchance bei Schüssen aus Versteck ist auch geil. Und ich glaube, darauf sparen wir gerade, ne? Ansonsten haben wir noch das hier. Deine enormen übersinnlichen Fähigkeiten erzeugen einen Schild, der Kugeln mit einer Chance von 35% aus der Luft pflückt und unschädlich macht. Ja, werde unsichtbar, bis du angreifst. Oh, oh, hier auf jeden Fall drauf. 4 Punkte, 3 Punkte, 8 Punkte. Naja. Ja, komm, gehen wir mal zur Arche zurück. Ich denke mal, wir können mal wieder. Aber erstmal gehen wir kurz zum Metallvogel. Ich muss gucken, ob die da immer noch zu stark sind für mich. Oder ob wir sie langsam fertig machen können. Das sind die einzigen, die ich jetzt noch zurückgelassen habe. Und das macht mich kirre. Ich werde es einfach mal spaßeshalber versuchen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich meine, der Marodeur hat 18 Punkte. Es wird ja wohl hinzukriegen sein, die fertig zu machen, oder? So, was haben wir denn? Gedankenkontrolle. Spatzen hören. Okay. So. Und dann gehen wir da hin und dann knallen ihn ab. Hallo. Ach, die Absorption, die er hat, ne? Er hat die gleiche Absorption wie ich. Ich bleib ja auch jedes Mal halten. Ich glaube, das ist das Problem. Jetzt brennt er. Na komm, mach den Kollegen platt. Nice. Er ist umgeboxt. Okay. Stay away from me. Nice. Schön kritischer Treffer. Und jetzt kommst du. Der Kollege ist weg. Nee, der ist ja im Boden drin. Ach, scheiße. Egal, du müsst jetzt eh tot sein. Und zwar mit der Waffe hier. Ja, nice. Stufe 55. Eiskalt fertig gemacht. Serves you right. Great work. Over here. Level up. So, jetzt können wir auch mal die Punkte hier mitnehmen. So, wie viele Punkte hast du jetzt? 9. Na gut, das heißt ein Punkt pro Level up, ne? Das heißt, ich muss noch 2 Level ups machen. Hm. Aber gucken wir mal, was hier drin ist. Das muss ja was richtig krasses drin sein, oder nicht? Eine schöne Waffe. Und Bummstock. Okay, aber den habe ich doch. Den habe ich doch. Hier, Bummstock. Das ist ein anderer, ne? Oder liegt das an Stufe 1? Ja, es ist die gleiche.
Ich glaube, wenn man sie auflevelt, sieht sie so aus. Das erklärt auch die Armbrust. Ah. Das erklärt natürlich einiges. Na gut, Bummstock können wir immerhin verkaufen. Ja. Und wir haben es erledigt. Ab zur Eiche. Ja Mensch, den Bummstock werden wir auf jeden Fall nochmal erweitern. Das ist das Erste, was wir machen, weil der macht so einen enormen Schaden. Holy shit. Vor allem, wenn er kritisch trifft. Aus einem Versteck heraus dann später. Junge. Das wird sie alle wegfetzen. You're getting closer to Hammond. Good. Seeing more ghouls too? Not so good. Where do ghouls come from? I'll tell you. As the Red Plague burned through the human race, civilization fell apart. Between two tribes of ancients, a war started. That war grew into a world war. All the weapons they swore they'd never use, they used with wild abandon. When the war was over, the world lay poisoned. Soldiers who had nothing left wandered the zone to live in the irradiated wastelands. Those soldiers beget little soldiers, who grew up and beget other little soldiers, who after a few centuries became the ghouls you see today. You want me to call the ghouls humans? I refuse. Ghouls are not humans. The rot has stripped the souls from their bodies, leaving only rage. Rage that jumps from one generation to the next, getting stronger and stronger. The ghoul appetite for Ark blood will never be sated. Remember that the next time you face them. Ja, also, es gab einen Atomkrieg, bla bla bla. Gene zerstört, bla bla bla. Generation später, alle zerfickt. Farewell. Das ist quasi die Kurzfassung, was er gerade erzählt hat. So, Deltas Bastelstube. Hi. If you're here to pick through my dad's stuff, it's been picked clean, okay? But if you want a fix or an upgrade, talk to me. So, Bummstock. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier 15% kritischen. Waffenreichweite ist für die Waffe auch gar nicht so schlecht. Und Gegner zurückzuwerfen. Will ich überhaupt Gegner zurückwerfen? Ja. Ist halt eine gute Eigenschaft. 10% Waffenreichweite, 15%. Ach, das ist eine Kombination dann von beidem. Alles klar. Na gut. Later, Stalkers. Hauen sie rein. Gut, Iridians Laden. Haben wir hier noch was? Welcome. If you want zone gear, I've got it. Nö, nö. Safe travels. Ich hab 6 Medikits. Das ist eine gute Anzahl. Welcome to the fix pit. My name's Delta. Oh, der Bummstock sieht jetzt richtig gut aus. Alter Schwede. Ja, cool. Jetzt fehlen uns aber immer noch Punkte, um weiterzumachen. Ja, schön. Wir haben hier sonst kein Artefakt mehr, ne? Ne, wir haben nur ein Artefakt. Ja gut. Dann zurück in die Zone. Haben wir ein bisschen Spaß im nächsten Gebiet. Ja, theoretisch können wir sogar schon da rein. Ach, da hätten wir auch noch hingehen können. Das ist irgendwie ein Vogelkopf. Aber gehen wir erstmal der Story nach. Wenn wir Probleme kriegen, können wir immer noch woanders hingehen. Das ist gut zu wissen, dass wir noch quasi Alternativen haben, wo wir dann unsere Perks wieder aufladen können, indem wir einzelne Leute irgendwo rausholen. So, Freunde, aber ich würde sagen, das ist Zukunftsmusik. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns hier beim Himmelsspeer umsehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.